So, da haben wir Malak auch gefunden. So, wie geht es dir? Hast du auch schon schwarze Männer gesehen, mein Lieber? Nee. Da hinten hat sich was bewegt, ich schwör's. Ja. Mein Auge sieht alles. Jetzt sowieso, wo ich das Auge Innos bei mir trage, auch wenn es kaputt ist, ist egal. Bin trotzdem immer wieder erstaunt, ganz ehrlich. Ja, ist nicht schlimm. Die und ihren dämlichen Feuerpfeile. Vor allem, warum Feuer? Warum nicht was weniger Innosartiges? Aber offensichtlich ist das nun mal einfach so. Judy Dudy. Dam, 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 dam. So, angreifen. Ja? Was war denn das jetzt eben? Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Doch. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen. Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also. Dexter. Dexter. Tja, jetzt, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Ja, ich habe andere Pläne. Bandit, 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 Bandit. Für mich seid ihr alle einfach nur Erfahrungspunkte. Bandit, 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 Bandit. Und da drin ist dann Dexter. Warum den? Ich wollte jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwie raufkommen. Das wäre irgendwie praktisch, ne? Ja, oder wir hängen uns auf. Was muss man mal vorher speichern? Wenn ich hier irgendwie stecken bleibe, das wäre irgendwie blöd, ne? Komm schon. Was, dass du da irgendwie raufkommst? Ja, das ist schon besser. Das eher weniger. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nein. Ja, toll. Nee. Meine Güte, dann glaube ich halt immer hier rum, wieder zurück, wieder hoch. Boah. Ja. Ist klar. So ist schon besser. Gott, speichern. Ich bin aber gerne noch höher. Und das irgendwie. Nee, okay. Nee, ich glaube, da oben komme ich nicht rauf. Egal, von hier aus müsste ich auch gut treffen. Ja, genau, rutsch wieder runter. Ich glaube, betagt. Aber du wirst dich ja wahrscheinlich auch ein bisschen bewegen, wa? Naja. Ah, ein Kampf! Jetzt geht's. Ist gar nicht nötig. Gar nicht nötig. Die sind alle so schwach. Ah, Dexter! Oh, warte, jetzt konnte ich gar nicht mit dir reden. Okay. Okay. Das geht so nicht. Die sind ja alle so was dämlich schwächlich. Also wir sind auch einfach viel zu spät hier. Das muss man einfach mal ehrlich sagen. Okay, dann machen wir es anders. Dann gehen wir jetzt ganz südlich da rein. Und reden mit Dexter. Mit Dexter, ne? Hey, hallo! Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Na, du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Irgendjemand verteilt Zettel mit meinem Gesicht drauf. Ja. Irgendjemand meint, dass du das wärst.
Irgendjemand redet zu viel. Aber es stimmt. Ich habe meinen Jungs die Steckbriefe gegeben. Ich hatte keine andere Wahl. Als ich versuchte, aus dem Minental zu entfliehen, entdeckten mich die Soldaten und trieben mich in eine Falle. Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Aber dann tauchte plötzlich aus der Dunkelheit diese Gestalt auf. Er trug eine schwarze Robe mit Kapuze und eine Maske überm Gesicht. Und er sprach mit einer Stimme, die alles andere als menschlich war. Aber er bot mir seine Hilfe an. Er brachte mich aus dem Tal und bot mir 1000 Goldstücke für deinen Kopf. Hey, was sollte ich machen? Wenn ich abgelehnt hätte, dann hätte er mich getötet. Wo finde ich diesen Mann? Der Typ ist hier. Und nicht alleine. Da ist ein ganzer Haufen dieser Kerle überall unterwegs. Und die suchen dich. Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja. Aber du hast uns alle befreit. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Hau ab. Verschwinde. Mach dich unsichtbar. Geh und lauf mir nie wieder über den Weg. Lässt du dich hier nochmal blicken, werde ich nicht zögern, dich zu töten. Not too. Das wirst du ber- So. Ladies. Der hat Probleme. Na doch, jetzt kommen die nächsten. Okay, Sekunde. Ich muss erstmal kurz Dexter ausrauben. Alle, die hier rumliegen. Ist Dexter da immer durchgeglitscht? Was habe ich denn da jetzt gemacht? Ich habe sie. Die Rinde da erstmal rausgeholt. Zack, 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 zack. Oh, eine sehr, sehr starke Wache, ha? Huh? Sogar ein Pfeil mehr überlebt. So. Boah, ey. Ja, na super, das hat sich immer wieder mega gelohnt. Naja. So, du hörst, das sind auf jeden Fall immer noch Leute, die sind am Labern, nämlich in dem anderen Turm da hinten, also dem da, dem kleinen. Und wir haben auch eine Mine. Sogar zwei eigentlich. Dann ist doch noch mal eine. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die verbunden sind miteinander. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass da Skelette drin sind und dass ich da deswegen nicht reingehe. Mhm. Da war sogar noch mehr drin. Ah ja. So, bidu, bidu. Wenn ich hier wieder runterfallen, ey, und mir alles brechen, was ich habe. Super. Tränke haben wir wenigstens. Ja. Oh, hey. Mir ist aber nicht ganz klar, warum hier so ein Riesenturm ist. Macht eigentlich doch keinen Sinn. Finde ich jedenfalls. So, ich würde mal gucken, ob wir hier drin was haben, was wir... Nee, das sind doch die großen, fetten Bösen, oder? Ja, nee, sorry, 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 sorry. Ah! Okay. Ignorieren. Einfach ignorieren. So. Oh nein, es fängt an zu regnen.
Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So. 0 HR, 0 Schutz gegen Pfeile. Völlig inkompetent. Oh, Entschuldigung. Ich brauche das Bett. Es fängt jetzt an zu regnen und ich habe keinen Bock auf Regen. So. Schön, danke, danke. Du, 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 du. So, dann haben wir das jetzt auch gemacht. Dann kann ich das schon mal nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt auch raufkommen. Oh Gott, ich würde mir das Genick brechen hier. Nischt. Du weißt bestimmt, dass in der Erweiterung Nacht des Raben ist dann da was Cooles. Halb cool, ehrlich gesagt. So, oh, okay. So ganz sicher bin ich mir immer nicht, weil, also es gibt da so diesen Feuerbogen. Aber nur irgendwie 5 Pfeile oder so, was total schwachsinnig ist. Und du kannst den danach nicht mehr benutzen. Du hast halt nur eine Handvoll Pfeile und das war's. Dann kannst die irgendwie auch nicht neu machen. Oder mehr davon machen. Keine Ahnung, aber es sieht cool aus. Es ist einfach schade, dass man damit nicht normale Pfeile auch abschießen kann. Klar, dann logischerweise ohne den Feuerschaden, aber naja. Ich weiß, dass sie existiert. Ich nehme euch zur Kenntnis. Ah, hoppala. Mitnehmen. Tap, 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 tap. Müsste hier sogar zu sein, ne? Und da kommen dann gleich die Skelette raus und das ist halt ein Problem. Weil wir gegen die keine Chance haben, wenn du da durchspickst. Siehst du schon? Da ist er. Da ist sein Kopf. Also ein Krieger. Da ist ein. Gut, mit denen kommen wir eigentlich zurecht, ne? Aber mit den beiden hier, Kollege 1 und Kollege 2, mit denen brauchen wir uns erst anlegen, wenn wir irgendwie noch einen besseren Bogen haben. Weil das ist, also Skelette ist als Bogenschütze irgendwie eine mittelprächtige Katastrophe. Weil auch mit dem Meisterdegen, wir machen einfach sowas von keinen Schaden. Das ist einfach nur traurig. Einfach nur traurig. So. Ich würde jetzt kurz einen Abstecher zu Bengershof machen. Wäre nur, um mal zu hören, was die zu sagen haben und zu dem anderen Schrein zu gehen. Danach würde ich mich einfach... Oh, diese Krähen. Danach würde ich mich einfach teleportieren. Ich bin der Meinung, wir hätten Teleport zum Kloster. Aber wenn nicht, dann würde ich sagen, hätten wir mal das zur toten Habie gekauft, ne? Nee, passt schon. Haben wir erstmal alles gemacht. Um die Trolle kümmere ich mich dann auch später. Hab ich jetzt auch weniger Bock, die da reinzudingsen. Aber es kommt noch, keine Sorge, es kommt noch. Wir haben auf jeden Fall 3 Trolle. Und die werde ich alle auch noch platt machen. Besser auch interessant wäre, ob der Hammer Innos da auch einen Effekt drauf hat für Trolle. Eigentlich ja nur für Steingolems, aber wer weiß.
Und da muss ich auch nachher nochmal nachschauen, ob ich da ernsthaft keine Erfahrungspunkte bekomme, wenn ich die mit dem Hammer platt mache. Würde Sinn machen. Ich meine, wir haben so tatsächlich eher weniger eine Chance. Weil mit dem Meisterdegen machen wir im Prinzip ja auch keinen Schaden. Und die Klinge ist so dünn. Kannst mir nicht erzählen, dass da überhaupt was passiert. Und alles andere können wir eben nicht tragen, ne? Das ist das Problem. So, die sind alle wieder da. Gehen wir erstmal kurz zum Schrein und machen den wieder ganz. Inos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Ein Jahr übrig. Und das ist der an der Stadt, direkt nach Xardas. Wäre es auch sinnvoll, uns einfach zu Xardas zu teleportieren? Vielleicht. Das hast du nicht gewusst. So. Ich kann das nicht glauben. Wolf, Honey, hattest du nicht mehr Leute bestellt? Ich dachte, du willst noch andere Leute bezahlen. Ist das wirklich wahr? Das kann ja nicht. Nee, jetzt gerade nicht. Also jetzt will ich wirklich in Geschicklichkeit investieren. Benga! Ich hab dir den Söldner besorgt, den du wolltest. Ich hatte noch nie so jemanden auf meinem Hof. Hoffentlich geht das gut. Hier, nimm dies. Ich denke, das kannst du gebrauchen. Ja, danke. Malak ist wieder da. Das wurde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde ihn nie wiedersehen. Das wird schon wieder. Malak ist zwar wieder da, aber die Situation hat sich kaum verändert. Wenn kein Wunder geschieht, werden wir hier alle noch zugrunde gehen. Ja. So, dann will ich es mal testen, ob ich tatsächlich mich teleportieren kann oder nicht. Also ich glaube, das macht so ein Großbauer, Kloster. Doch, wir können zum Kloster. Aber wie gesagt, ich würde gerne vorher zum Türmchen. Zu weit entfernt? Was ist kaputt? Er musste es ja besser wissen, genauso wie du. Jetzt bin ich enttäuscht. Das hätte ich dir vorher sagen. Jetzt bin ich enttäuscht. Kloster, Großbauer, Pass, Hafenstadt. Wenn das funktioniert, dann Das hätte doch besser. Was? Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn? Ja, erzähl mir was. Hey, du. Du kannst mir nichts beibringen. Hast du was von Bennett gehört? Sie haben ihn anscheinend in die Kaserne gebracht und dort in den Kerker geschmissen. Wie können wir ihn da rausholen? Ich habe noch keine Idee. Ich komme nicht bis zu seiner Zelle, um mit ihm zu reden. Ich kann eigentlich nur die Ohren offen halten, aber hier erfährt man nichts. Du bist nicht sehr hilfreich. Nicht sehr hilfreich. So, dann gehen wir jetzt erstmal kurz zu Boss. Zu Diego teleportieren uns dann zum Kloster, geben das ab und so weiter und so fort. Wo hast du dich schon wieder so lange? Ja. Hier. Ich habe hier Wolfsfell. Fell von Wagen. Ah, gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Ich hätte das anders gemacht. Meine Meinung will ja keiner hören. Warum hast du nichts Cooles, Mann? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das war doch klar. So. Das war doch schon vorher klar. Ich kann dich... Ich hab da meine eigene Meinung. Du bist beweglicher geworden. Gehört. Weiter so. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. So, jetzt haben wir mal schon 95 geschickt, eigentlich aber nur 85. Weil wir haben ja den einen Ring, wenn mich nicht alles täuscht, der uns 10 mehr ich weiß gar nicht, warum er sich Geschicklichkeit gibt. Ja, das heißt, noch anderthalb Level, dann haben wir die volle Geschicklichkeit und
können dann anfangen, Tränke zu trinken. Switcher, Switcher. So, wenn die mich immer noch angreifen, dann drehe ich durch, ne? Also dann gibt's wirklich dann Rollenköpfe. Kann ja nicht sein hier. Ich bin so brav und lieb und hilfsbereit und die haben nichts Besseres zu tun, als mich anzugreifen. Ich meine, bei denen habe ich nicht aus Versehen scharf getötet. Naja. Naja. Jo. Enos, gewähre mir deine Hilfe und so weiter. So. Ich schätze, das sollte das letzte Mal gewesen sein. Und so weiter. Ach, du bist so witzig. So, ne, warte. Dann will ich jetzt Kloster. Fusch! Milton? Genau. Weitermachen. So, wer wollte das? Einer von euch, ne? Ach so, jetzt hat hier... Ach nee, das wollte ich ja nicht machen. Das Gestirne kann er sich sonst versuchen. Lass uns erstmal warten, was daraus wird. Die Novizen haben Metamorphose gemacht. Ist das Metamorphose? Ich meine, nee. Ich meine, Zellteilung. Das, da gibt es ein anderes Wort hier. Ultra Honey. Ich hab was brav gemacht. Ich habe alle Schreine gereinigt. Mhm. Vortrefflich gemacht, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Oh. Möge Innos über dich wachen. Nimm dieses Amulett der Macht an dich, auf das es dir im Kampf gegen den Feind nutzen möge. Dankeschön. Der klingt wirklich, als ob der jeden Moment umfällt. Selbst das Atmen scheint ihm schwer zu fallen. Genau, behaltet euren Scheiß. So, und zeig mal her. Also ich habe Amulett der Kraft mit Stärkebonus 15. Gott, Himmel. Das ist ja heftig, heftig. Oh, das möchte ich natürlich schon tragen. Da musst du das einmal abnehmen. Bäm, guck dir das mal an. Jetzt haben wir schon 105 Stärke. Bäm. So, Pyroka. Ich habe gemacht. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Ja, bis... Es war bei einigen echten Riesenkerl. Bis Menschen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Jo. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Yep. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Ist doch naheliegend, oder? Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Ja. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich. Ja, überleg dir mal, warum du das nicht weißt. Also. Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Ist es eher schattig da? Weiß nicht, wann du das letzte Mal da warst, aber Sonnenkraft ist da so gar nicht. Und irgendwie 2 Meter entfernt hocken Skelette, also pff. So. Hast du mir jetzt was zu sagen, Han? Hast du mir noch... Entferne dich! Ja, bitte, dann eigentlich.
Die Novizen beten wie immer. So. Jetzt würde ich gerne schlafen. Und dann würde ich gerne nochmal versuchen zu beten. Ich gebe ja nicht auf, ne? Weil jetzt haben wir alles heile gemacht und jetzt hätte ich gerne den eher voll. Nee. Ich glaube, Innos hat keinen Bock mehr. Gut. Na bitte, geht doch. Ja, ja, du mich auch, Marduk. So. Okay, jetzt sollten wir uns zurück teleportieren. Zur Hafenstadt, genau. Flup! Dann reden wir mal eine Runde. Midovadras. Irgendwas wollte ich noch machen, aber mein Gehirn hat das wieder verworfen. Dann war es wohl nicht so wichtig. So. Voilà. So sprach. Hey, du. Hey, du. Ich will Adanos etwas spenden. Ich will Adanos etwas spenden. Eine Spende an die Kirche Adanos würde einen Teil der Sünden, die du bis jetzt auf dich geladen haben magst, mindern, mein Sohn. Wie viel kannst du geben? Ich habe 100 Goldstücke. Ich segne dich im Namen Adanos für diese großzügige Tat. Möge der Weg, den du einschlägst, unter dem Segen Adanos stehen. Ja, toll. Pyrokar schickt mich. Das Auge Enos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Enos zu zerstören. Yep. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schlafen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Ja, hat er auch. Wir brauchen einen Schmied. Also, der ist aber im Knast. Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, drei Krautpflanzen müssten es schon sein. Wo würde ich dieses Sumpfkraut finden? Ich habe da etwas von einer alten Giftmischerin namens Sagitta in den Wäldern gehört. Sie soll angeblich solches Kraut verkaufen. Ich habe auch welches dabei. Du könntest dein Glück aber auch unten am Hafen versuchen. Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht.
Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle drei zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokas Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Schicke Xardas und Pyroka dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Es wird nicht lange dauern. Sobald ich zurückkehre, werde ich euch die Geschichte weitererzählen. Möge Adanos mit euch sein. Ja, wisst ihr Bescheid, ne?